Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und Ihnen über Vermögensverteilung hoffentlich Anschauliches berichten zu können. Eine Vorbemerkung: Diese Daten, die ich Ihnen referiere, wurden von der Österreichischen Nationalbank erhoben mit der Zielsetzung, die Geldpolitik besser zu verstehen. Ein Beispiel: In den USA hatten Hauseigentümer, weil sie glaubten, weil sie der Illusion unterlagen, dass ihre Hauspreise fast im Himmel seien, sehr, sehr viel konsumiert, und das hat diese Subprime-Crisis ausgelöst, und da musste man etwas wissen über dieses spezielle Segment von Haushalten. Und andererseits wegen der Finanzstabilität. Aktien sind in den Händen von ganz wenigen Menschen. Man könnte ja, wenn man Radio hört, irrtümlich glauben, Aktien sind ein Thema von uns allen. Das ist falsch. Aktien sind in den Händen einer vermögenden Minderheit. Und daher muss man genau wissen, wer hat Aktien und was wird mit diesen riskanten Anlageformen getan. Sie interessieren aber die Verteilungsfragen, und ich werde Ihnen im Folgenden daher Ergebnisse zu Österreich bringen und Ergebnisse zum Euroraum in Ansätzen, weil hier die Europäische Zentralbank diese Daten immer noch nicht veröffentlicht hat und sie noch unter Embargo sind. Die Daten sind da, aber man darf sie noch nicht verwenden. Die Gliederung ist eben, ich gehe zuerst auf Österreich ein, ich werde danach zum Euroraum etwas sagen und werde Sie auf aus meiner Sicht wichtige Unterscheidungen hinweisen. Lassen Sie mich mit meinem persönlichen Einstieg beginnen, da ich diese statistische Forschung seit vielen Jahren schon betreibe. Das Problem am Anfang, vor fast 10 Jahren, war, dass man sagte, Haushalte einfach zu fragen, wie viel haben sie denn, ist ein Unsinn. Die würden einem das erstens nicht sagen und zweitens, wenn sie es sagen, dann sagen sie was Falsches. Das Richtige daran ist, dass auch die Wahrheitsliebe und die Bereitschaft, bei sowas mitzutun, ungleich verteilt ist. Ja? Das Problem haben sie nicht unten, sondern oben. Reiche Haushalte machen bei solchen Erhebungen, die freiwillig sind, nicht mit. Und daher gilt vorab für alle Daten, die ich Ihnen nachher referieren werde, sie unterschätzen die Ungleichheit noch. Ja? Also es ist auf jeden Fall noch schlimmer. Es ist keinesfalls so, dass es besser sein könnte. Ja? Zweitens, Vermögensdaten sind schwierig zu referieren. Meistens referiert man vor nicht den Ärmsten der Armen. Und da geht es im Kopf sofort so, rassel, rassel, bekomme ich eine Erbschaft, wie viel ist mein Schrebergarten wert und was liegt auf meinem Sparbuch. Also bei Vermögen beziehen die Leute sofort ihre individuellen Erfahrungen ein. Das ist nur schwierig, weil hier repräsentative Daten sind. Das bedeutet, der Schrebergarten im Waldviertel und die Villa am Wörthersee. Gebrauchte Sachen, neu gekaufte Sachen, das sollten Sie bedenken, wenn Sie selbst, wenn Sie die Werte dann sehen, zu vergleichen beginnen mit Ihren Erfahrungen. Drittens, Reichtum gilt bei vielen schon als Art Kampfwort. Und meine persönliche Erfahrung ist, Reiche erkenne ich daran, wenn Sie sagen, ich bin nicht reich, ich bin höchstens wohlhabend. Das ist an und für sich schon eine Einschätzung, die darauf hinweist, dass hier Reichtum vorhanden ist. Bei Reichtum haben Sie eine viel größere Tabuzone als bei Armut. Über Armut gibt es alle möglichen Forschungen, latente Armut, manifeste Armut, Armutsrisikoschwellen, alles. Bei Reichtum gibt es das alles nicht. Ja? Und stets wird es auch aus gesellschaftlichen Zusammenhängen gelöst. Man schaut nur auf einen Reichen, spricht über dessen mühsamen Werdegang, wie schwer sich der von ganz unten nach ganz oben gearbeitet hat, und bringt solche isolierten Einzelbeispiele. Wichtig wäre daher, dieses Thema zu relationieren, ja? Eine Verbindung zu ziehen von ganz unten in der Gesellschaft bis ganz oben. Warum ist das so wichtig? Weil Sie erst dann das Wesentliche erkennen. Unten extremer Mangel und oben extremer Überfluss. Wenn Sie isoliert nur auf die Reichen schauen, dann mag das sogar faszinierend, toll, was die alles haben oder so. Nun müsste man gleichzeitig, damit man hier tatsächlich über Verteilung was sagen kann, immer arm-reich zusammenbringen.
Sonst unterliegt man der Gefahr, dass man das Thema verfehlt. Ein Beispiel nur, der kleine Häuselbauer. Der kleine Häuselbauer ist so eine emblematische Lichtfigur, wo alle denken, das ist der Kleine, das ist wirklich der Arme. Nein, natürlich nicht, sondern der steht in der Mitte. Und in dieser Hinsicht, und das werde ich Ihnen an mehreren Sachen zeigen, bringen Sie das Thema Armut komplett weg. Sie bleiben dann stehen bei der oberen Hälfte. Sie bleiben in der Mitte der Gesellschaft stehen. Sie sprechen von den kleinen Sparern und ihren Sparbüchern. Wir haben in einer Untersuchung auf Basis von Meldedaten gezeigt, da gibt es hunderte Sparbücher, die haben Einlagen über 6 Millionen. In dieser Hinsicht kann man nicht verallgemeinern. Sie können keinesfalls sagen, das Sparbuch ist das von den Kleinen. Nein, reiche Menschen haben auch Sparbücher neben Aktien, Anleihen und allem anderen. In dieser Hinsicht ist es ein schwieriges Thema. Was ist Vermögen? Vermögen ist Ihr Sparbuch, Ihre Lebensversicherung, Ihr Bausparer. Wenn Sie besser gestellt sind, kommt dann dazu Ihr Haus, Ihr Eigenheim. Wenn Sie vielleicht einen Zweitwohnsitz haben, kommt er dazu. Ihr Auto ist dazu zu rechnen. Wenn Sie Schmuck besitzen, zählt das dazu. Von dem müssen Sie dann abziehen, die Schulden. Diese Vermögensdefinition ist eine pragmatische. Ja? Das bedeutet, man kann diskutieren, wie weit man da die Grenzen zieht. Vom IAS-Chef Kauschnick wurde das als einseitig, diese Europäische Zentralbank Konzeption, die Sie im Hintergrund sehen, bezeichnet, und er meinte, man müsse auch Pensionsvermögen dazu rechnen. Das ist unzutreffend. Pensionsvermögen hat andere Charakteristika. Wenn Sie in 30 Jahren eine öffentliche Pension erhoffen, erwarten, dann können Sie die niemandem schenken. Sie können es nicht weitergeben, nicht vererben. Ja? Hingegen können Sie Ihr Sparbuch auflösen. Also es hat andere Charakteristika. Warum will man das Pensionsvermögen reinrechnen, was man kann und was wir auch tun werden und was kein Problem dabei ist? Man will es, damit man diese hohe Vermögensungleichheit, die ich Ihnen danach demonstrieren werde, damit man die runterbringt. Da alle wenigstens die Erwartung oder die Anwartschaft auf Pensionen praktisch haben, ist, wenn Sie so eine Komponente hineinrechnen, steigt die Gleichheit und die Ungleichheit sinkt. Aber passen, zusammenpassen tut es nicht. Sie würden Äpfel mit Birnen vergleichen. Wofür braucht man Vermögen? Also wenn man Vermögen schon nicht so genau abgrenzen kann, dann ist vielleicht eine sinnvolle Idee, man schaut auf die Funktionen. Und dann möchte ich einen wichtigen, für mich wichtigen Punkt machen. Kleine Leute haben Ersparnisse. Diese Ersparnisse haben es, wenn die Zähne kaputt wären, für die Kinder, für den Urlaub. Das ist die Sicherungsfunktion. Ja? Reiche Menschen hingegen haben Vermögen und das erfüllt ganz andere Zielsetzungen. Mit Vermögen haben sie Status, mit Vermögen haben sie die Möglichkeit, es weiterzugeben. Es kann ja gezeigt werden, für Schweden etwa, wo sie wunderschöne Daten haben, können sie zeigen, ja, reiche Eltern bedeutet reich bleiben und den Kindern weiterhin das Vermögen geben können. Also über die Generationen hier eine Persistenz, eine Dauerhaftigkeit. Also die Unterscheidung, die Sie in dieser Pyramide sehen, was Vermögen alles für Funktionen haben kann, ist, dass für unten, für alle, was Wichtiges erfüllt, aber oben nur für eine ganz kleine Minderheit und oben ist ein Gefährdungspotenzial da für die Demokratie. Das ist dieses Thema Oligarchie in der Demokratie, dass wenige Vermögende ihre Gesellschaft nach ihren Vorstellungen aufgrund ihrer ökonomischen Macht gestalten können. Das ist ein Punkt, den hatte der Soziologe Georg Simmel schon vor über 100 Jahren gesehen, dass das Vermögen der Reichen nichts ist, was ich sofort ausgeben muss, sondern es wirkt alleine über die Leute, die ich kenne, die ich am Abend bei Empfängen treffe, über mein soziales Netzwerk, das mir hilft, den Kindern einen Job zu verschaffen, das es mir hilft, Ansehen und Anerkennung zu finden. Und gleichzeitig, der Vermögende hat Vermögen in unterschiedlicher Form. Der hat alle möglichen Komponenten drinnen. Wenn die Börse gerade runtergeht, muss er nicht verkaufen. Der sitzt es aus, weil klarerweise über sein Einkommen die Ausgaben schon getätigt werden können.
Hingegen Einkommen, und mit dem wird es ja sehr, sehr oft verwechselt, wenn Leute über Ungleichheit sprechen, dann verwechseln sie oftmals Einkommen und Vermögen. Einkommen kommt meistens aus der Arbeit und da wird dann eben ein klein wenig gespart, viel weniger als überhaupt möglich ist, weil die Einkommen niedrig sind. Vermögensungleichheit ist deswegen ein Thema, das Einkommensungleichheitsthema zwar ähnlich ist, aber andere Charakteristika hat, nämlich es geht um gesellschaftliche Macht in erster Linie und es geht um Ungleichheit, die sich über Generationen zeigt. Wer unten beginnt, hat kaum Bildungsaufstiegschancen, bekommt kaum eine Erbschaft und sein Bildungserfolg, sein späteres Einkommen ist beeinflusst in negativer Weise. Woher kommt jetzt das Vermögen? In der Diskussion könnte man ja glauben, es kommt nur aus der Arbeit. Und da gäbe es die einen, die sparen fleißig und die anderen verblasen das am Wochenende. Dem ist nicht so. Es gibt hier einfach nur eine Schieflage. Wenn Sie Vermögen haben, lukrieren Sie aus dem Vermögen selber schon Vermögenseinkommen raus. Ja? Und das Vermögenseinkommen können Sie haben, indem Sie Ihr Haus vermieten, Ihr Zweithaus, Kursgewinne, Zinsen, Dividenden. Beim Arbeitseinkommen hingegen, wo Sie die hohe Besteuerung haben, kommen die kleinen Beträge zusammen. Die wichtigen Beträge, und das wird eine Art Quintessenz von meinem Vortrag sein, kommen über Erbschaften und Schenkungen. Die werden praktisch, verstärkt sich dieser Vermögensaufbauprozess über diese Weitergabe, über den Transfer. Und das ist etwas, was, glaube ich, oftmals noch unterschätzt wird. Nun zu den Ergebnissen zur Vermögensverteilung in Österreich. Begonnen haben wir mit einer Frage, wir haben die Leute gefragt, wo glauben Sie, liegen Sie mit Ihrem Vermögen, wenn Sie die Gesellschaft in 10 gleiche Teile aufteilen und mit unten beginnen. Also Sie haben hier unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, haben Sie auf 10 und Sie haben es aufgeteilt, das untersten, im untersten Zehntel oder im obersten Zehntel. Und ich glaube, das interessante Ergebnis ist, alle glauben in der Mitte zu sein. Und das für mich faszinierende Ergebnis ist, Leute mit Millionen glauben auch in der Mitte zu sein. Sie sehen, keiner glaubt im obersten Zehntel zu sein. Ja? Also das ist unbesetzt. Deswegen, Sie hören ja dauernd die Mitte und wir sind für die Mitte. Kein Wunder, dass Sie das als Politiker sagen, dort glauben ja auch alle zu sein. Nur die Armen, die übernehmen sich etwas, das ist fast wie eine Schamabwehr. Nein, nein, ich bin nicht ganz unten, ich stehe eher in der Mitte, ich bin im dritten Dezil. Hingegen bei den Reichen massive Verfehlungen und da könnte man sich denken, das gibt's doch nicht. Warum? Bei den Reichen, die wissen ja an und für sich mehr. Kann man sagen, gut, diese Vermögensverteilungsdaten, die wir hier erhoben haben, sind zum allerersten Mal für Österreich, vielleicht haben die wirklich keine Ahnung. Aber vermutlich hat es doch viel mehr damit zu tun, dass man auf jeden Fall als reicher Mensch, der den Reichtum ja immer legitimieren muss, Neid abwehren will. Ja? Und um Neid abzuwehren, ist man eben nicht reich, sondern man ist wohlhabend und steht in der Mitte der Gesellschaft. Ist dem so? Hat die Verteilung in Österreich so einen Buckel in der Mitte? Nicht ganz. Wenn Sie... Hier, Sie sehen hier Folgendes. Der Median ist jener Wert, wo 50% drüber liegen und 50% drunter liegen. Das ist genau in der Mitte. Und der Mittelwert ist der Durchschnitt. Ja? Und jetzt sehen Sie, die liegen bis zum 9. Dezil, liegen Mittelwert und Durchschnitt immer beisammen. Im 10. ist anders. Warum ist es im 10. anders? Weil über Durchschnitt sollte man nicht reden in Verteilungssachen. Ja? Wenn wir hier das durchschnittliche Vermögen in diesem Saal versuchen zu klären, ja? Und wir kommen auf irgendeinen Wert, ja? Und dann kommt zufällig der Herr Stronach herein, ja? Setzt sich hierher und wir ermitteln wieder den Durchschnitt, ja? Dann haben Sie ja gute Chancen, dass Sie zu Millionären werden im Durchschnitt, ja?
Und deswegen ist es in der Fachsprache ein nicht robustes statistische Kennzahl. Ja? Sie müssen eher Median schauen, der steht genau in der Mitte. Ja? Und was Sie jetzt sehen und was da an dieser Grafik so wichtig ist, Vermögen ist kein Thema für die Hälfte der Bevölkerung in Österreich, von ihren Werten her. Sie haben da nichts. An und für sich ist es unten flach. Die Show beginnt erst im obersten Dezil, erst im obersten Zehntel. Das Problem ist nur, und das habe ich Ihnen gleich am Anfang gesagt, auch im obersten Zehntel, und das sehen Sie am lila Balken, ist das Interessante am Ende zu sehen, also im obersten Perzentil, die obersten 1%, und nicht einmal dort, sondern Sie müssten zum obersten Promille, zum obersten Tausendstel was wissen, um überhaupt eine Ahnung zu bekommen, wie ungleich Vermögen verteilt ist. Zwei Werte nur, weil man sich Zahlen sind wenig anschaulich, man merkt sich es auch nicht so, aber dieser Median fürs Vermögen steht bei 76.000 für einen Haushalt und bei 265.000 im Durchschnitt in Österreich, also nur Median-Mittelwert. Wie ist das jetzt verteilt? Bei Bruttovermögen, ich habe es Ihnen vorher nur zur Erinnerung gezeigt, das ist das Finanzvermögen plus das Sachvermögen zusammengerechnet. Sehen Sie, dass die obersten 5% 45% vom gesamten Kuchen haben. Also die obersten 5% haben fast die Hälfte. Die untere Hälfte hingegen hat nur 4% am gesamten Bruttovermögen in Österreich. Und das zeigt Ihnen, glaube ich, sehr anschaulich diese Schieflage in der Verteilung. Wenn Sie das jetzt versuchen zu bestimmen, einfach an einer Kennzahl zu bestimmen, schauen Sie bitte nur in die letzte Zeile zum Nettovermögen. Da sind also jetzt die Schulden abgezogen und da kommen Sie auf jene Zahl, jenen Indikator Gini-Koeffizient, der kann zwischen 0, alle haben gleich viel, und 1, einer hat alles liegen. Und Sie sehen, wie nah der schon oben ist. Mit 0,76 ist es sehr starke Ungleichheit. Ja. 0,76, kann man das irgendwie veranschaulichen? Ja, wenn in einer Gruppe von 100 fast alle einen Tausender haben, 1000, 1000, 1000, und das zähle ich bis zum 99., der hat auch 1000 an Vermögen, und dann habe ich den 100. und der 100. hat 340.000. Ja. So wäre es eine Form von Verteilung, kann natürlich anders auch ausschauen. B90, B10, was ist das? Wenn Sie vom untersten Zehntel den Wert, also im Zehnten, den zehnten Perzentil nehmen und schauen, wie weit ist das entfernt vom 90. Perzentil, wo nur noch 10% reicher sind, dann sehen Sie um 581 Mal, also jener Haushalt, der im 90. Perzentil steht, ist um 581 Mal reicher als jener, der im 10. Perzentil steht. Um das zu veranschaulichen, was hier so Werte sind. So ein Beispiel für so einen relativ vermögenden Haushalt, sind wir Ehepaar mit Kind, Vater ist in den 50ern, Hintergrund Akademiker, beide Elternteile arbeiten, Sachvermögen 500.000, Erbschaft, die wird in diesen sozialen Kreisen häufiger, die Wahrscheinlichkeit von 200.000, aber auch beträchtliche Schulden von 230.000, ein bisschen was in Sparbüchern, Lebensversicherung, Bausparern und ein Bruttojahreseinkommen von 84.000. Alle Haushalte bei uns hatten die Möglichkeit, unsere Stichprobe waren netto 2.380, hatten die Möglichkeit, Kommentare anzugeben, ja. Und das war also danach zu erzählen, warum Ihnen das nicht gefallen hat oder was Sie komisch fanden und so weiter. Und hier taucht sofort das, was so oft taucht auf, was soll überhaupt Reichtum sein, was ist überhaupt Vermögen, ist alles relativ. Ja. Und jetzt die andere Seite schauen, ein Pensionistenpaar, die Frau ist 69, vom Bildungsabschluss gering qualifiziert, eine Lehre in Wien. Sachvermögen ist gar nichts da, eine Mieterin auf 45 Quadratmeter mit ihrem Ehemann, 1.000 auf die Seite gebracht, aber 500 Schulden, keine Erbschaft, Bruttojahreseinkommen 22.000 und die Sorge, dass mit dem Euro die Armut gestiegen ist und dass der Umzug ins Pensionistenheim nicht finanzierbar ist.
Sie haben also diese ganze Spannbreite der Gesellschaft drinnen in dieser Stichprobe. Und würden Sie nur auf den Durchschnitt wieder schauen und nur vom Durchschnitt reden, würden Sie die ganzen armen Haushalte nicht einbeziehen. Ein weiterer Versuch, das etwas greifbarer zu machen. Ja? Der Median, diese 76.000 Euro. Wenn Sie diese 76.000 Euro sagen, das ist halt in Österreich das, die Median-Körpergröße. 1,70, Männer, Frauen, dann wäre das der Wert, der genau in der Mitte liegt. Und dann gibt es kleine Leute, die sind nur 1,50 und ganz große mit 2 Meter oder 2,10 Meter. Wenn Sie das jetzt aber übersetzen in die Vermögenswelt, dann sehen Sie, diese Ungleichverteilung wird nicht zu einer menschlichen Ausmaße, sondern Sie müssen von Zwergen und von Riesen sprechen, weil jener Haushalt, wo nur ein einziges Prozent reicher ist, ja, jener Haushalt hat eine Höhe, wo er dann schon aufs Riesenrad runterschauen kann, ja, 72 Meter. Und bedenken Sie, hier fehlt viel, das sage ich immer wieder. Wir kommen hinauf nach unserem Ermessen ins oberste Perzentil, aber es fehlen uns 10.000, 20.000 reiche Haushalte. In dieser Hinsicht, es wäre noch viel höher. Und unten haben Sie dann wirklich auf der Größe von ganz kleinen Zwergen. Noch ein weiterer Unterschied, der zeigt, was hier so fehlt, was nicht erfasst wurde. Sie nennen wir einen Herrn A., mit einem Vermögen von 400 Millionen, der in der Trendliste so in der Mitte aufscheint, der hat so viel wie ein Drittel aller Haushalte in Österreich. Und demnach sollte man, wenn man über dieses Thema spricht, immer verstehen, warum so viel an Emotionen kommen. Die Ungleichheit ist so schwer zu begründen, vernünftig zu begründen, dass man natürlich liebend gern sofort in Neid, Klassenkampf und in diese Vorwürfe abzugleiten neigt. Wie schaut es im Euroraum aus? Wie schaut Österreich im Vergleich mit anderen Ländern der EU aus? Leider darf ich Ihnen diese Daten nicht zeigen. Ich zeige Ihnen hier die größten Länder des Euroraums und Österreichs. Vor eineinhalb Wochen habe ich das Papier der Deutschen Bundesbank, die das hier vorgestellt hat, ist von der Deutschen Bundesbank, habe ich diskutiert. Und hier sind eben nur die großen Länder drinnen. Sie haben diese zwei Werte, die ich Ihnen gesagt habe, 265.000 im Durchschnitt für Österreich, 76.400 für den Median. Und jetzt vergleichen Sie es mit Spanien, Frankreich, Italien und stellen fest, bumm, der Median liegt weit drunter. Sollte man nicht vergleichen. Warum nicht? In Deutschland und Österreich haben sie eine niedrige Eigentümerquote. Ja? Das sind keine Gesellschaften, wo fast alle wie in Spanien in Immobilieneigentum wohnen, sondern wo es Gemeindewohnungen gibt, wo es Genossenschaftswohnungen gibt. Das heißt, in diesen beiden Ländern, Deutschland und Österreich, die sich extrem ähnlich sind und wo man zeigen kann, das sind extrem, einerseits bestätigt es die Qualität der Daten, andererseits zeigt es gemeinsame Strukturen. Aber das sieht man, in Deutschland und Österreich liegen wir mit dem Median sehr weit, vergleichsweise unten. Man soll es nicht vergleichen, aber die Frage bleibt und die Frage muss geklärt werden. Gut, wenn dieses Vermögen nicht in einem Eigenheim steckt, wo ist es dann? Und ich glaube, das ist etwas, was man erforschen muss, weil natürlich könnte man sagen, gut, dann wird es aber wahrscheinlich im Finanzvermögen sein. Dort ist es auch nicht. Es hat also etwas damit zu tun, dass es einen funktionierenden Sozialstaat gibt, der bestimmte Möglichkeiten auch einkommensschwächeren Schichten schafft. Hier nur auf eine Zahl schauen. Also bitte, Ostdeutschland und Westdeutschland stark unterteilt, starke Unterschiede zwischen den Werten. Wenn Sie bei B90 schauen, also das ist das 90. Perzentil, 10% sind da reicher, da sehen Sie, das beginnt in Deutschland bei 442.000 Euro. Ja? Mit 442.000 Euro sind nur noch 10% reicher als Sie. Das zeigt Ihnen, und dort will ich hin, dass die Werte, die in der österreichischen Debatte kursieren, ganz schön hoch sind. Ja? Bei Ostdeutschland sind sie bei 200.000. Wie wurden nach dieser Konferenz
Wie wurde das aufgenommen? Sind wir nicht die Reichsten? Also in Deutschland begann eine Diskussion, die in die Richtung ging, wir sind die Zahlmeister für alle, für Zypern und so weiter, haben aber einen Median knapp über 50.000. Wir sind ja eigentlich arm. Erstens, was ich Ihnen gesagt habe, nicht dieser Median hat einen anderen Aussagegehalt als in anderen Ländern. Zweitens besagt es nichts, dieser Durchschnitt, für die Beschreibung Deutschland versus Spanien, also Länder zu vergleichen, macht keinen Sinn, weil in allen Ländern gibt es Arm und Reich. Man sollte vergleichen die Armen mit den Reichen, aber man sollte nicht ein Länderspiel beginnen. Ich vermute, das ist unvermeidbar, wenn die Europäische Zentralbank in 2 Wochen rausgehen wird mit diesen Daten, wird man vermutlich ein Ranking beginnen und in diesem Ranking wird Österreich und Deutschland als vermögenungleichste Länder rauskommen und man wird daher eine Diskussion haben, die vielleicht nicht auf Arm-Reich schaut, nicht auf soziale und Verteilungsgerechtigkeitsfragen, sondern die schaut auf Nettozahlerpositionen im Euroraum. Zumindest medial wurde das so gebracht. Also die Spanier sind ein Drittel reicher als die Deutschen. Sie haben das, diese schöne Pauschalierung drinnen, weil ich Ihnen die ganze Zeit versucht zu sagen, dass die Deutschen gibt es nicht. Es gibt hier einfach arme und reiche Deutsche. Die Deutschen kamen mit einem Armuts- und Reichtumsbericht zum 4. Mal raus. Lang zurückgehalten, fast so eine lange Vorlaufzeit wie die Daten der Europäischen Zentralbank. Und dann ging es um die Frage, ist diese Verteilung jetzt ungleich oder sehr ungleich? An und für sich eine Lächerlichkeit. Bewerten Sie es, wie Sie es wollen. Sagen Sie, wir haben gesagt ausgeprägt. Das haben wir zwar auch lang gesagt, aber selbst weiß ich auch nicht genau, was man unter ausgeprägt vorstellt. Aber es geht halt um die Vermeidung von, dass man nicht sagt, eklatant, massiv oder so. Okay, da gehen also gesellschaftliche Bewertungsfragen rein und die sind immer unterschiedlich. Und weil die Agnes vorher erwähnt hat, ihre Kinder mit dem Ungerechtigkeitsempfinden, ja, das Problem ist ja, auch mein Sohn findet immer alles Mögliche, was seinen Interessen widerläuft, als ungerecht. Ja. Aber aus dieser Art von Ungerechtigkeitsempfinden kommt man nie zu einer Gerechtigkeitsdebatte, ja, weil es einfach eine rein interessensgeleitete ist. Ja. Und demnach hätten Sie dann nur, wenn Sie von Gewerkschaftsseite Vermögenssteuer vorschlagen, haben Sie immer nur die Frage, wer ist betroffen? Und dann überlegt jeder, ich bin eh nicht betroffen, passt. Aber das ist an und für sich noch kein richtiges Gerechtigkeitsempfinden. Die Daten, die man so hat, ist für USA und für Europa, ist, die Leute empfinden diese Vermögensungleichheit nicht nur als ungerecht, sondern sie haben keine Ahnung von ihr. Ja? Also wenn man genau sagt, na, wie glauben Sie denn, wie es ausschaut, dann unterschätzen Sie diese Ungleichheit immer. Ungleichheit ist fast ein Modethema in der Ökonomie mittlerweile. Und wenn Sie lesen wollen, was die IWF-Chefin Lagarde beim World Economic Forum in Davos gesagt hat, das ist unglaublich, dass sich das so gedreht hat. Sie sagt, alles Negative, was man früher immer so gehört hat, nur in irgendwelchen außenseiterökonomischen Disziplinen, das ist jetzt ganz klar Mainstream. Die Ungleichheit ist nicht nur schlecht fürs Wachstum, sie ist ganz schlecht für eine Gesellschaft und sie macht sogar Selbstkritik, dass dieser internationale Währungsfonds es immer in der Forschung falsch gesehen hat. Wen betrifft das ÖGB-Modell mit dem vorgeschlagenen Freibetrag von 700.000 Euro? Die Annahme ist auf Haushalte, weil sonst müssten Sie es noch anders sehen. Nach unseren Daten die vermögendsten 7% der Haushalte, mehr nicht. Es sind darunter stärker Selbstständige, Bauern und Leute mit höheren Ausbildungsabschlüssen. Wie kommt man zu Vermögen noch? Ich beeile mich, dass ich... 2 Wege. Der eine Weg wird immer besprochen, die Ersparnisse. Ja? Und der zweite Weg, über den man viel ungerner spricht, weil hier, wie der Bundespräsident einmal sagte, sich die Leistung in überschaubaren Rahmen hält, sind die Erbschaften, das unverdiente Vermögen. Ja? Was rein hypothetisch einmal ausgegangen, nur so ein Kurzbeispiel, was können sich Menschen überhaupt so ersparen in einem Arbeitsleben? Ja? Und
Hier sind nur die letzte Spalte vielleicht. Ja. Sie sind im 75. Perzentil, sie sind also besser gestellt, sie liegen relativ weit oben von ihrem Einkommen her. Da sie höheres Einkommen haben, haben sie auch eine höhere Sparquote. Sie können einfach mehr sparen, weil sie eben ein gutes Einkommen haben. Annahmegemäß gebe ich ihnen einen guten Zinssatz von 4%, weit weg von dem, was sie jetzt kriegen. Und sie sparen halt so. Und da sehen Sie, sie kommen gerade in die Nähe des durchschnittlichen Vermögens, das ich Ihnen gezeigt habe, das in Österreich bei 265.000 liegt. Das heißt, schon wenn Sie so ein ganzes Leben keine Arbeitslosigkeitsunterbrechungen, sondern Sie liegen immer schön in dieser 75. Perzentil-Gruppierung, können Sie sich das, wenn Sie brav sparen, ersparen. Ja? Und in dieser Hinsicht sehen Sie diesen Möglichkeitshorizont, der sehr, sehr bescheiden bleibt. Gehen wir zu den Erbschaften, dann haben Sie das Muster, das Sie schon von der ersten Grafik kennen. Unten gibt es wenig Haushalte, in denen bereits etwas geerbt wurde. Sie haben also hier wiederum die Nettovermögensdezile, die Zehnteln, und die Balken sind die, in den jeweiligen Zehnteln, wie viele Haushalte haben denn da schon geerbt. Und da sehen Sie, im obersten sind es über 70%, ja, und im untersten sind es um die 10%. Also ein Riesenunterschied in der Erbhäufigkeit. Wenn Sie dann auf die Werte schauen, die die Leute erben, sehen Sie hier ebenfalls das Muster, das Sie kennen. Bei den Vermögenden werden absolut gesehen höhere Werte geerbt. Und so dreht sich das jetzt aber. Wenn Sie sich ansehen, wie viel diese Erbschaftswerte am Vermögen ausmachen. Ja? Warum im ersten und zweiten Dezil so viel? Na gut, wenn Sie nichts haben und ein klein wenig erben, ist das anteilsmäßig viel. Und daher kann es in der Selbstwahrnehmung ein wichtiges Thema sein. Ja? Ich habe wenig, aber vielleicht erbe ich einmal was. Und wenn ich was erbe, ist zu dem Wenigen, was ich habe, relativ viel. Mir selbst hilft es immer, wenn ich mal versuche zu erklären, warum Menschen gegen eine Erbschaftssteuer sein können, dann denke ich mal, diese Grafik zeigt irgendwie, wenn jemand praktisch das Glück hat, etwas zu erben, macht es viel aus. Anteilsmäßig macht es am wenigsten aus bei den Vermögendsten, wo aber die absoluten Beträge natürlich sehr, sehr hoch sind. Dann sagt man immer, die Familie soll da irgendwie ausgenommen oder bevorzugt werden, wenn es um Erbschaftssteuern geht. Gerade die Familie ist bei den Vermögenden der Reproduktionsmechanismus von sozialer Ungleichheit. Der Vater war Generaldirektor, der Sohn wird Generaldirektor und das Enkelkind wird Generaldirektor. Das sind die Produktionsprozesse nicht nur auf der Bildungsebene, sondern das sind jene von den Erbschaften und Schenkungen. Das heißt, am stärksten wird innerhalb der Familie vererbt und wenn es eine vermögende Familie ist und die haben eben höhere Erbhäufigkeiten, läuft das über diese Schiene. Schlussbemerkung, kommt zum Ende. Die Vermögenskonzentration wird für alle Euroraumländer belegt werden können. Ob Sie dann jetzt das oberste Hundertstel, ob Sie sagen, das oberste Hundertstel, in den USA hat es etwa ein Drittel, ob Sie dann sagen werden, in Europa hat es nur ein Fünftel oder ein Viertel, das werden Sie immer, man wird diese Zahlen nicht gern veröffentlichen, weil es bei Stichproben eine Fehlerquote hier gibt. Aber es gilt auch bei diesen obersten Hundertstel, ob das ein Viertel oder ein Fünftel des Gesamten besitzt, nur ganz sicher mehr. Weil alle Euroraumländer haben hier die Reichen untererfasst, freiwillige Haushaltserhebung. Diese Daten, dass die erst im Jahr 2013 gibt, ist fast nicht zu glauben. Trotzdem gilt auch weiterhin, Reichtum ist nicht erforscht. Ja. Die Reichen, die ich Ihnen gezeigt habe, sind eine arme Fraktion der Reichen. Die Debatte müsste meines Erachtens zum gewünschten Abstand zwischen arm und reich gehen, nicht zum, was hat der kleine Häuselbauer und der kleine Sparer, sondern tatsächlich von ganz unten bis nach ganz oben.
Die Vermögenskonzentration, und vermutlich macht das so zornig, so eine riesige Vermögenskonzentration, die eindeutig belegbar ist, die bekommt man vernünftig überhaupt nicht hin mit Leistungsunterschieden. Okay, der ist 10-mal so tüchtig wie ich, der arbeitet auch 3-mal so viel, nur dann kann er auf die 24 Stunden kommen. Trotzdem kommen sie natürlich nicht zu Abständen von 581 Mal. Und von Chancengleichheit bei diesen gewaltigen Unterschieden zu sprechen, kann nur eine Mehr sein. Und der letzte Punkt ist, die gesamte untere Hälfte wird in dieser Vermögensdebatte, die einen Anteil hat von einigen wenigen Prozent, wird fast immer vergessen. Und das ist extrem bedauerlich bei Gerechtigkeitsdebatten, weil die dann in Wirklichkeit elitär bleiben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.